Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Waste of Money Video präsentieren. Das erste jetzt quasi hier in der neuen Expansion. Und ja, ich würde sagen, wir geben jetzt ein bisschen Gold aus. Es gibt ja einige neue Sachen, die man collecten kann. Und ja, in dem Video gibt es vielleicht jetzt nicht nur quasi vorgeführt, was ich so rausgewastet habe, sondern vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, wie man sich bei dem, ja, bei den verschiedenen Collection Items auch ein bisschen was sparen kann. Und ja, da würde ich jetzt sagen, steigen wir mal ein. Ich bin ja mit meiner Collection schon relativ weit und brauche jetzt halt nicht mehr so viele Pets, wie ihr seht. Das ist hier eine Handvoll. Beziehungsweise gut, Toys sind schon noch ein paar mehr. Wenn wir jetzt hier auf nicht collected gehen und alle reinmachen, vor allem wenn ich auf Berufe gehe, seht ihr, wie viele Berufe Toys es halt einfach gibt. Und diese ganzen Toys, beziehungsweise auch einige Pets, können wir uns im Auktionshaus kaufen. Wir können die uns aber auch hier craften lassen. Und wie wir uns da vielleicht das eine oder andere sparen können, das gucken wir uns jetzt dann gleich mal an. Ich habe da auch schon ein bisschen was vorbereitet, wie so in den ein oder anderen Kochsendungen. Wir haben da schon mal was vorbereitet. So, schauen wir mal rein. Hier sind schon mal ein paar Pets drin. Ihr seht, hier gibt es den Brandgeist. Auf Blackmore aktuell ist nur einer drin, 250.000. Ich habe mir die selber gefarmt und habe dazu auch schon ein Video erstellt. Also wie man da vielleicht dann mit auch ein bisschen Gold macht. Da gibt es insgesamt 4 verschiedene Geister, die mir jetzt noch fehlen. Und die werden wir uns nicht kaufen. Ich habe die jetzt aber hier mal noch drin gelassen, dass ich euch das zeigen kann. Da ist eventuell auch eine Möglichkeit, Gold mit zu erwirtschaften mit den Viechern. Die anderen, seht ihr, sind jetzt nicht so teuer. 17 Gold, 18, also 17 Gold wäre schön. 17.000, 18.000, 67.000, die sind jetzt auch runtergegangen. Aber wir können uns die noch günstiger schießen, wenn wir die uns bauen lassen. Und selbiges gilt auch für verschiedene Sachen. Hierbei Verschiedenes. Nur verwendbar müssen wir rausnehmen, weil das sind auch teilweise Ingi-Toys. Dann können wir uns hier verschiedene Toys anzeigen lassen. Das sind einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich glaube, insgesamt waren gestern 16 drin. Und die können wir uns hier auch kaufen. Oder wir machen das anders und gehen hier einmal zu dem quasi Aufträge-Dude, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und dort können wir uns die Sachen auch herstellen lassen. Und das will ich euch mal zeigen. Zum Beispiel hier seht ihr diese Juve-Pads. Die habe ich mir auch schon bauen lassen hier. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf den Amboss klicken, als Beispiel, ne? Dann sehen wir, der ist, achso, das sieht man jetzt hier nicht, aber der hat mir vorher gesehen, der ist für 80.000 im Auktionshaus drin. Und wir können uns hier herstellen lassen für 22.000. Ist doch gut was gespart. Das Ding war, glaube ich, für 18.000 drin, kann man sich für 13.000 herstellen lassen. Und der Quark-Dude ist, kann man sich für 1.600 herstellen lassen. Und ist, glaube ich, für 17.000 drin. Das Ding ist, er braucht ein seengebundenes Material. Da muss man, glaube ich, 1.000 Ressourcen für zahlen. Das habe ich gemacht. Das kann man bei den bei einer Drachenschuppen-Expedition, glaube ich, kaufen. Und ja, da kann man sich schon gut was sparen, wie ihr seht. Und selbiges ist dann hier bei diesen Toys. Da sehen wir dann, glaube ich, auch sogar die Preise. Zum Beispiel hier dieses Teil hier, ne? Kostet im AH 77.000 ist der Marktwert. Und herstellen kann man sich's für 11.000. Und das Ganze habe ich mir gestern jetzt mal alles craften lassen. Und ich kann euch mal zeigen, ich habe jetzt hier nicht Umsummen gezahlt, ich habe immer 500 Gold gezahlt. Ich hätte wahrscheinlich auch ein Silber machen können. Die Leute stellen das einfach her, um ihre Aufträge fertig zu kriegen. Aber sie stellen es auch her, weil sie eine Einmalherstellung brauchen, um ihre Skillpunkte zu kriegen. Also wahrscheinlich hätte ich auch überall ein Silber machen können und ich bin mir relativ sicher, dass es trotzdem alles rausgegangen ist. Öffentliche Aufträge sind halt dann schlecht, wenn ein Item verschiedene Qualitäten hat, aber nicht, wenn es halt nur eine Qualität ist und ein Pet und ein Toy hat keine bessere oder schlechtere Qualität. Deswegen kann man dann einen öffentlichen Auftrag machen und kann sich theoretisch das Gold sparen. Ich dachte mir, ich mache jetzt trotzdem mal 500 so als Test und die gingen alle weg, bis auf ein einziges. Und zwar, wo ist es? Ne, wurde das jetzt... Ah, hier. Das sehe ich selber als Lederer. Und zwar ist das ein Rezept, wo man erst kriegen kann, wenn man hier bei dem Handwerkskonservatorium... Irgendwie so. Konsortium, so rum. Ein Konsortium ist das. Wenn man da auf Max-Ruf ist, und das ist aktuell zur Aufnahme des Videos noch keiner, und dementsprechend, ja, wurde das nicht hergestellt. Also da muss ich ein bisschen warten, aber die anderen konnte ich einheimsen. Ich habe mir das auch mal ein bisschen zusammengerechnet. Jetzt nicht erschrecken. Hier unten haben wir aufgeschrieben. Ich habe ausgegeben für alle... 3 Pets habe ich mir craften lassen und glaube ich 15 oder 16 Toys, ne, habe ich ausgegeben, 137.000 Gold. Hätte ich das Zeug im AH gekauft, dann hätte mich das 523.000 gekostet. Also dafür, dass ich es mir craften lassen habe, ich hätte jetzt bei den knapp 20 Items noch die 500 Gold weglassen können. Es wäre wahrscheinlich trotzdem gecraftet worden, hätte ich mir noch 10.000 gespart, aber es... Die 500 Gold seien die Leuten gegönnt. Und ja, aber dann konnte ich mir jetzt mit minimal...
Kosten quasi die ganzen Sachen alle holen. Und ich habe die auch schon im Postkasten. Und das ist schon mal das Erste. Also, da sind die Sachen im Postkasten, beziehungsweise zwei von den Items. Drei Items waren es insgesamt. Die habe ich jetzt auf der Bank. Hat den Hintergrund, eins habe ich mir selber gecraftet. Da konnte ich mir selber das günstiger bauen. Als es im Mahava ist, klar, da musste ich keinen Auftrag erstellen. Und zwei waren günstiger im Auktionshaus, als dass ich quasi die craften lassen hätte können. Ne? Mit einigen Skillen ja Leute auch, tatsächlich. Und dann werden die natürlich verramscht im Aha. Und dann konnte ich mir die halt günstiger im Aha holen, als die Mattkosten waren. Das war immer diese Rakete. Die hier. Da steht jetzt 20.000 dran. Die habe ich, glaube ich, im Aha für 2.000 Gold geschossen. Die war irgendwie kurze Zeit ziemlich günstig. Und das Ding auch, aber das ist auch schon wieder teurer, so wie es aussieht. Und den Dings hier, den Sack, den konnte ich mir einfach selber bauen. Als Lederer, da war das ein No-Brainer, dass ich mir den selber baue, nicht über einen Arbeitsauftrag. Ich musste die auf die Bank legen, denn ich mache ja mit TSM immer einen Komplettverkauf und sonst wären die wieder im Aha gelandet und das wollen wir nicht. Aber auch diese Sachen sind schon bei den 137.000 drin. Also jetzt gucken wir mal nochmal. Das findet er jetzt gar nicht mehr. Sind da jetzt gar keine Maha drin? Achso, ich bin bei Questgegenständen. Nee, es ist tatsächlich keins von den Teilen drin. Interessant. Ist das drin? Ist das vielleicht der eine Gegenstand? Der 16., ne? Ah, dann lass mir vielleicht noch mehr von dem Zeug herstellen und verkauft es dann im Aha. So, jetzt nehmen wir mal die ganzen sonstigen raus. Ah, die muss ich einzeln rausziehen. Das ist ein bisschen nervig, wenn du dir was im, quasi was craften lässt darüber. Komischerweise musst du dann die einzeln rausnehmen und auch den Brief immer löschen, was ein bisschen nervig ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Vielleicht ist das auch ein Problem von meinen Add-ons. Aber, ja. Das klappt hier irgendwie nicht, aber ohne TSM möchte ich es auch ehrlich gesagt nicht machen. So, jetzt nehmen wir das mal alles raus. Dann kann ich euch die Sachen mal kurz zeigen, die wir uns da jetzt geholt haben. Da haben wir nochmal eins. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Also wenn ihr jetzt auch jemand seid, der Sachen sammelt, ne, und am Überlegen ist, klar, ihr könnt jetzt natürlich noch ein bisschen länger warten. Ich habe das jetzt hier wahrscheinlich, bevor das Video rauskommt, vor ein paar Wochen aufgenommen. Ne? Da war das Ganze wahrscheinlich noch ein Ticken teurer. Die Preise wären ja tendenziell immer ein bisschen weniger, weil Mats weniger kosten, mehr Leute Rezepte können, gibt es mehr Konkurrenz. Das ist so der natürliche Lauf der Dinge, dass die Sachen ein bisschen günstiger werden. Aber prinzipiell bin ich schon ziemlich günstig gefahren, dass ich es teilweise halt einfach für Mattpreis plus die 500 Gold gekriegt habe. Ne? Also jetzt gucken wir mal. Wir haben ein Pad. Dann haben wir noch ein Pad. Und das hier ist noch ein Pad. Und die anderen Sachen sind alle Toys. Die ziehen wir jetzt mal alle hier zusammen. Und das sind insgesamt... Warte mal, machen wir das jetzt mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Toys. Und drei Pets, die mir noch gefehlt haben. Hier unten, das sind die ich mir nicht gekauft habe. Die habe ich mir selber gefarmt über diesen Schockdrossel-Seeleninhalierer. So rum heißt der. Und das wären auch nochmal teure Sachen gewesen, aber das habe ich mir selber gefarmt. Hat einiges an Zeit gekostet, weil das Ding immer eine Viertelstunde Abklingzeit hat und man halt immer nur auf Chance das rauskriegt. Aber ja, gut, das ist soweit das Erste, was ich euch zeigen wollte. Das sind jetzt hier Ausgaben, wie gesagt, von in Anführungszeichen für diese 15, 16, 17, 18 Teile. Nur 137.000 Gold. Eigentlich waren es 19 Teile, weil der eine Auftrag ist ja noch drin und den habe ich ja auch bezahlt. Aber ich glaube, das Teil, ne, das weiß ich nicht. Gucken. Das müsste jetzt wahrscheinlich dann bald zurückkommen, das Zeug. Das kann halt einfach noch keiner bauen. Hier. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Kosten sonderlich hoch waren. Ja gut, das kostet 2.000 der Stuff. Übrigens, das hier unten mit den Reagenzienwert, das müsste, glaube ich, Auktionator sein, vermute ich mal, falls ihr euch das gefragt habt. Und die Werte hier, das ist TSM. Also das sind zwei Auktionshaus-Addons, falls ihr jetzt euch wundert, was das ist. Warte mal, das können wir jetzt hier mal aufmachen. Schade, wieder nur eine Seele. Gut, ich lerne die jetzt, obwohl die Pets können wir schon mal lernen. Das können wir machen. Aber die Toys, da nehme ich dann noch ein Toy-Guide-Video auf und dementsprechend, ne, sonst komme ich durcheinander. Ich sag's euch. So, seht ihr?
Pets sieht es jetzt gut aus. Jetzt fehlen mir noch, hier unten sind drei angezeigt. Das sind aber die Horden, quasi Herald und Page. Das wird auf dem Ali-Chan nie aktiv angezeigt. Das ist ein bisschen dumm gemacht, warum auch immer. Und ich habe halt die Allianz-Pandors und auf dem Horden-Char habe ich dann die beiden, aber die Allianz-Chars nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe mit ihm mal ausgeblendet gehabt, aber das funktioniert aktuell nicht. Und das einzige Pet, was ich jetzt noch brauche, ist so eine Schildkröte. Die kann man sich auch im AH kaufen. Ich habe mir aber schon nachgeguckt, wie man die kriegt. Und das ist ein Aufwand von keinen 5 Minuten. Dann hat man die. Also richtig, richtig easy. Das Problem an der Geschichte ist, die ist nur machbar, wenn bestimmte NPCs da sind. Und die NPCs sind nur da, wenn eine bestimmte World Quest ist. Also ich gebe da keine 300k für aus. Also das Ding ist echt geschenkt, wenn man halt... dass die NPCs bei einer zufälligen Weltquest findet, ne? Und da muss ich mal gucken. Da muss man denen dann so ein paar Sachen bringen. Gut, das war jetzt das Erste. Dann wollte ich mir ein paar Rezepte kaufen. Ich bin ja auch an der Front am Sammeln und da werden wir jetzt mal einsteigen. Das sind jetzt hier alle Rezepte, die ich mit dem Main noch holen kann. Und ich würde sagen, also das hier für 250k ist ein bisschen überteuert. Eigentlich sind auch die Rezepte hier für 70k noch überteuert. Aber scheiß drauf, ich will ein bisschen Gold raushauen und deswegen kaufen wir uns jetzt mal die Rezepte hier. 38k war das erste Muster. Muss ich bloß gucken, dass ich nicht versehentlich das zweite kaufe. Also hier haben wir nochmal 40k. Das kaufen wir uns noch. Dann hier haben wir noch 55k. Scheiß drauf. Die werden wahrscheinlich auch noch günstiger, die kaufe ich mir jetzt einfach. Weil ich kann dann teilweise die Sachen für andere Leute herstellen und dann spielt sich wieder ein bisschen was ein, ne? So, den hier, instabiler Feuer, irgendwas Gürtel, wird gekauft. Und was haben wir dann als letztes noch? Hier, das Ding, easy. So. Gut, dann haben wir jetzt ausgegeben 334k. Das lernen wir jetzt erstmal. Da muss ich mit meinen Tinks nochmal ein bisschen gucken. Also beim Main gebe ich für die Rezepte jetzt ein bisschen mehr aus, weil da auch hypothetisch zumindest die Chance besteht, dass ich es wieder reinhole, ne? Durch Sachen, die ich über die Rezepte craft, wobei das ist alles Kette, ne? Und Platte. Das einzige Lederrezept ist das hier, weil ich bin halt auf Leder geskillt, ne? Und dann ist Kette eher so ein bisschen mau von den Punkten her. Dann kann ich es vielleicht nicht auf Max und die Leute wollen halt alle, ne, einen Max-Item und nicht irgendwie einen 4 von 5, sondern nur 5 von 5 ist was wert. So, jetzt schauen wir mal nochmal rein, ob wir da alles erwischt haben. Jetzt schauen wir doch mal. Also Rezepte. Ja, jetzt ist noch dieses Meisterkochbuch drin. Das, weiß ich nicht, ist irgendwie komisch. Das habe ich schon erlernt. Das wird trotzdem angezeigt. Und halt das Rezept hier für 250k könnte ich mir jetzt auch kaufen. Aber ganz ehrlich, ich kann da eh keinen Profit draus machen aus dem Ding, weil ich auf Waffen und nicht auf Gear geskillt bin. Und das wird sicher noch günstiger. Das kaufen wir uns dann. Genau. So, jetzt tragen wir das nochmal ein. Also 300 können wir aufrunden. Ist ja fast 35k. 335. 335, das sind Rezepte. Und ja, jetzt sind wir quasi auf 472.000. Ich habe hier unten schon ein bisschen was angefangen. Und zwar vielleicht zur kleinen Erklärung. Ich bin ja mit allen Berufen gerade dran, die Skillpunkte jede Woche zu holen und die Berufe ein bisschen hoch zu skillen. Und da will ich dann nach einem Monat am Ende etwa gucken, wie es aussieht, was ich dafür ausgegeben habe für diese Berufe. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, ob ich vielleicht heute das Video schon fertig kriege. Ich will etwa auf 1 Million kommen, die ich ausgebe, ne, wie in den vergangenen, im vergangenen Jahr mit den ganzen Waste-Videos. Eventuell wird es dann erst im nächsten reinkommen. Aber mal gucken, was wir jetzt heute noch so finden. Ich denke mal, ich werde jetzt mal wieder die Auktionshäuser hier durchscannen, sowohl hier als auch auf Antonidas. Und mal gucken, was da so drin ist. Vielleicht sind ja ein paar Schnapper drin, dann können wir die noch mitnehmen. Und wenn nicht, dann wird es hier ein langfristigeres Projekt und dann werden wir mal schauen. Vielleicht, oder ich kaufe ein paar Rezepte bei den Twinks noch. Mal gucken, was da zusammenkommt. Werden wir sehen. Jetzt scanne ich erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dala, mein Scan ist soweit durch. Das Ding ist, wir können uns jetzt nicht einfach alles rauskaufen, weil viele von den Sachen, wie ihr seht, bedürfen ja Level 66, 70 oder sowas. Und ich habe halt aktuell nur mein Main und mein Hexer gelevelt und dementsprechend können wir uns das ganze Zeug noch nicht holen. Aber wir können jetzt mal die Sachen holen, die ich auf dem Char lernen kann. Und ja, ich habe mir schon die günstigeren Sachen immer geholt, so bis 1000 Gold, das habe ich schon immer so nebenbei rausgekauft. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so drin haben. Ist gar nicht so viel. Für nur den Char sind es nur 16 Item hier auf Blackmore, ne? Eigentlich krass. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal. Warte mal. Ach so. Ja gut. Müssen wir uns merken. Wir hatten 135k. Da müssen wir dann nachher halt ein bisschen rechnen, ne?
335k hatten wir ja schon hier ausgegeben, dann können wir das nämlich trennen mit dem Teamwork. Also was haben wir denn? Hier haben wir so eine Sonnenbrille, die kaufen wir uns jetzt mal. Dann haben wir hier noch einen Streitkolben, den können wir uns auch mal kaufen. Das sind die günstigen Sachen, die holen wir uns jetzt mal. Dann haben wir da noch einen Umhang. Wo gibt's denn den her? Kam, weiß nicht, wie will ich mir denn noch kaufen? Stab, diese Sonnenbrille. Mal gucken, ich habe Anto auch noch. Komm, wir kaufen uns den Umhang noch. So bis 10k wollte ich eigentlich die Sachen kaufen. Aber das können wir noch mitnehmen. Das hat jetzt 11 gekostet. Und das jetzt 4 und 9. Ja, das ist ein bisschen über 20k, das jetzt gekostet, der Stuff. Runden wir es mal ab auf 20k. So Pi mal Daumen, also, die können wir uns schon mal holen und lernen. Findet, bringt es mir. So, wahrscheinlich haben wir ein bisschen verrechnet, aber passt schon. 20 haben wir jetzt gezahlt für T-Morg Blackmore. Dann sind wir schon fast bei der Hälfte. Bei den 500.000, okay. Dann können wir jetzt noch kurz gucken. Ich habe ja hier auch andere Chars, aber das geht dann nur bis Stufe 60. Dann schauen wir mal. Max Level 60. Na, da sind dann doch ein paar mehr Sachen drin, ne? Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich habe einen Plattenchar. Habe ich hier, glaube ich. Ich habe mir ja mal ein paar erstellt und den Evoker habe ich mir auch gemacht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nicht, dass ich mir jetzt irgendwas kaufe, wo ich doch keinen Char hier habe. Ah, na gut, den Schurken habe ich. Gut, der Evoker, der ist noch nicht Stufe 60. Der ist ein 9. Habe ich den weitergelevelt? Oder ist das der, der noch im Startgebiet hängt? Ich habe jetzt irgendwie den Dings. Gut, ich habe einen Priester, einen Kettenschar habe ich. Und ich glaube, ich habe auch einen Platten. Ich habe einen, auf dem zweiten Account habe ich noch einen DK, meine ich. Ah, da müsste ich mal noch gucken, was ich da genau hatte. Okay, hier sind jetzt 3 Items. Oder ich gucke jetzt erstmal auf meinem Hexer, den ich auch gelevelt habe. Das würde ich jetzt mal sagen. Hier ist der Hexer. Und bei dem ist es so, dass ich auf jeden Fall jegliche Rüstungsklasse bis Stufe 60 da habe. Jetzt würde ich sagen, kaufen wir erstmal die Stoffsachen so bis 10k raus. Und dann können wir uns den Rest noch holen. Also Start Purge. Also dann kann ich jetzt hier einfach... Jetzt kaufen wir einfach mal den ganzen Glump hier zusammen bis 10k. Und das lernen, können wir dann alle schon lernen. Also ich habe jetzt hier nur Char Transmog eingestellt. Ne? Also das, was der auch lernen kann. Also ich bin so ein bisschen hin und her überlegen. Wahrscheinlich wird einiges von dem, was hier jetzt drin ist, auch noch ein bisschen günstiger. Wobei jetzt ist so ein Monat etwa rum von der Expansion, ne? Weiß jetzt nicht, ob es noch krass ist. Aber ich denke mal, bis 10k, die Sachen kann man ohne Probleme kaufen. Die teuren, da würde ich jetzt erstmal die Finger von lassen, tatsächlich. Mal hier, die zwei nehmen wir noch mit. Den Stab. So. Na gut, viele Stoffsachen sind dann auch nicht mehr drin, ne? Klar, jetzt hier noch ein paar Geschichten aus dem aktuellen Raid. Gear, aber das ist natürlich nur sauteuer, ne? Und hier sind dann die rausgepatchten Sachen. Aber von den rausgepatchten Sachen habe ich ja vor Dragonflight schon echt einiges mehr geholt. Was haben wir denn jetzt hier ausgegeben? 58k haben wir schon ausgegeben. Der Hexer hat gar nicht so viel Gold, merke ich gerade. Klären wir die mal alle. Das ziehen wir noch an. Okay, und dann kann ich für ein paar andere Klassen auch noch was kaufen. Halt, ich will das verkaufen. Dann kann ich den nicht anklicken. Das hier, Trinket brauchen wir nicht. Weg damit. Ziehen wir das mal ein bisschen zusammen. So. Jetzt schauen wir doch mal. Also, wenn wir das jetzt hier einmal refreshen. Ja gut, da sind jetzt auch nur noch 22 Items drin. Ich bin mir überlegen, soll ich mir den noch kaufen? Das ist ein Zonen-Reward. Und das hier... Das ist auch Zonen-Reward. Komm, die beiden Teile kaufen wir uns auch noch. Voll der Spaß. Für 11k. Und da haben wir noch diese strassbesetzte Sonnenbrille. Die ist doch auch sonst immer... Ach komm, die kaufen wir uns auch noch. Halt, nee, ich möchte mir nicht die Klinge für 2 Millionen kaufen. Da habe ich gar nicht genug Gold. Jetzt hat er dann eh gleich kein Gold mehr, der Char. Mit dem habe ich nämlich nicht so viel. So, okay.
dazu. Gut, das haben wir alles raus. Was haben wir jetzt ausgegeben? Ziemlich genau ein bisschen über 100.000 haben wir jetzt rausgehauen. Okay, jetzt machen wir das mal anders. Jetzt nehmen wir das Char-Spezifische raus. Dann kommen wieder die ganz vielen Items, wie ihr seht. Aber die sind halt alle Level 60, Level 70, Level 66. Jetzt machen wir hier mal Max Level 60 rein. Und schauen mal, was da noch so drin ist. Das kann ich dann nämlich auf die anderen Chars rüberschicken. Wisst ihr, was ich meine? Machen wir hier auch wieder Start Purchasing. Dann schicke ich das mal rüber. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen T-Mock. Machen wir das Gold nur leer, was der Char hat. Dass er blank ist. Schauen wir mal. Hier, die Schuhe der Täuschung, die wären natürlich nur gar nicht schlecht, ne? Aber da reicht's Gold wahrscheinlich nicht. Welche Instanz ist denn das? Das ist aus Nialota. 33.000, es geht eigentlich. Reicht's für die Schuhe noch? Nein, ich hab nicht mehr genug für die Schuhe. Dreck. Dreck. Ah, schade. Ja gut, das kann ich mir dann demnächst mal überlegen, ob ich mir die hole. Bei Nealota müsste jetzt eigentlich schon relativ easy sein, BFA-Content. Kaufen wir uns noch. Gut, jetzt hat der Char eh nur noch 5.000. Aber so rausgepatchte Sachen sind da auch nicht, ne? Das günstigste ist hier knapp 300.000. Ich habe ja vorher mal bis 200 irgendwas K das Zeug gekauft. So, das muss ich jetzt ein bisschen sortieren. Also hier haben wir schon mal Kette, Platte, das ist Schild, das schieben wir auch mal zu Platte, Kette, Kette, Kette. Das ist anscheinend sogar auch ein Set, so wie es aussieht. Zumindest sehen die Items vom Icon so aus, ob sie zusammengehören. Was haben wir hier? Da ist ein Schwert, das schicken wir auch mal in Plattenchar. Kette, eine Armbrust, das machen wir mal einen Hunter mal mit einem Dings hier. Und eine Stangenwaffe, das können wir auch mal dem Worry schicken. Ah, da habe ich ja eh nur zwei Chars, Worry und Worry und Hunter, da können die alles lernen. Gut, so viele Items waren das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, ich habe mein Addon gerade nicht aktiv, wo mir automatisch die Namen raussucht, ne? Aber zumindest weiß ich so, wie die halbwegs heißen. So, das sind die ganzen Plattensachen. Gut, jetzt schauen wir mal, was haben wir jetzt rausgehauen? 145.000 auf Anto. 145. T-Mog Antonidas. Dann sind wir jetzt bei 637.000. Boah, ich glaube, ich mache das gar nicht mit diesem Schneider und Inschriften und Zeug. Ich glaube, ich kriege die Mille auch so voll. Und dann werden wir jetzt mal gucken auf den anderen Servern, was da noch geht. Aber erst, ganz wichtig, logge ich um, lerne die T-Mog Sachen, sonst kaufe ich mir... Wie schon vielleicht das ein oder andere Mal passiert ist, Sachen doppelt, und das wollen wir ja eher vermeiden. So, Dala. Ich habe jetzt die ganzen Sachen gelernt. Und jetzt habe ich hier noch auf Blackmore gescannt, so allgemein. Da sind jetzt auch noch Schuhe drin für Stoff, für einen Tausender. Die waren anscheinend auf Anto nicht drin. Die werden wir uns jetzt hier nochmal kaufen, hätte ich gesagt. Die sind nämlich ein Schnapper. Und dann bin ich mir überlegen, ob ich den Bogen hier, beziehungsweise die Axt noch kaufe. So wie es ausguckt, gibt es das teilweise auf anderen Servern für 1400 Gold. Deswegen ist es ein bisschen überteuert. Danach beißt es eher, also da ist nichts mehr von Interesse. Aber jetzt für 1000 Gold das eine Item noch kaufen, ist, denke ich mal, okay. Dann schicke ich dann meinem Priester, dann können wir das da noch lernen. Und schauen wir mal weiter. So, also, wie ist denn mein Priester irgendwas? Ah ja, Ginny, okay, das schicken wir rüber. Dann tragen wir die 1000 noch kurz ein. Also das ist jetzt hier Blackmore, dann sind wir bei 21. Und dann... Switchen wir mal rüber, nochmal auf Anto. Und zwar, ich will mir die Schuhe doch noch kaufen. 33.000 für so ein BFA-Zonendrop in dem Raid. Ist schon ganz in Ordnung. Das nehmen wir mit. Bin ich extra hier nochmal auf einen Druid gelockt, der ein bisschen mehr Gold hat. 8 Millionen rumliegen, da können wir uns das schon mal erlauben. So. Jetzt runden wir das mal ein bisschen auf. Vorher haben wir abgerundet. Sagen wir 34.000. Dann haben wir hier... 179? Ja, 179 müssen es sein. Ich und Kopf rechnen. Gut, dann sind wir aber auf den zwei Servern, denke ich mal, tutti kompletti durch. Und dann logge ich jetzt mal noch ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwo was finden. So, Dala, ich bin weiter auf Lothar gelockt. Und zwar haben wir hier ein paar Items drin, aber das ist natürlich wieder selbiges Problem. Die meisten sind halt hochlevelig. Jetzt machen wir hier wieder, oder warte mal, wie hoch ist denn der Hexer? Der ist auf 63.
Denk mal, wir können. Ich jeden Char hier, weil ich habe hier ein paar Berufe Chars tatsächlich und die haben durch diese Berufsquest, also ich habe einen Warrior, der 62 ist, Magier ist 62, Schamane ist 62, also ich habe jegliche Rüstungsklasse einmal hier, gut, ich habe keinen Lederträger, aber Leder habe ich bestimmt eh schon alles gekauft, dann kann ich doch jetzt hier zumindest 62 reinmachen und dann können wir mal gucken, was wir drin haben. Okay, wir haben zwei Platten-Items, die könnten wir uns holen, das sind beides World Drops. Die werden wahrscheinlich irgendwann mal ziemlich teuer, aber hier sind sie günstig. Das können wir schon mal kaufen. Und das hier. Was haben wir da? Ein Schwert. Das hat sonst einen regionalen Marktwert von 13.000. Ist jetzt hier für 8.000 drin. Komm, das kaufen wir uns mal. Und was ist das hier? Ein Speer. Der hat einen regionalen Wert von 7.000. Den kaufe ich mir nicht. Das auch nicht. Was haben wir hier? 100.000. Nee, das ist mir schon mal zu teuer. Okay, das sind jetzt hier die paar Sachen. Was Exotisches findet, bringt es mir. Habe ich mir das jetzt nicht eben... Ach, das ist da unten irgendwie. Das verstehe ich nicht. Ich habe doch jetzt nicht gerade in der paar Sekunden das ganze Zeug verkauft. Also manchmal ist das ein bisschen komisch. Bisschen komisch. Gut, was hat das jetzt gekostet? 9000 Gold, ne? Also jetzt nicht wirklich viel. Das eine können wir jetzt noch zum Worry schicken. Das noch? Und dann schaue ich am besten nur nach Rezepten, oder? Nehmen wir das auch noch mit. Also, ich habe vorhin schon geguckt, Schneiderei. Sind keine drin und, VZ sind keine drin und Schneider sind ein paar drin. Da bin ich am überlegen, ob ich mir die alle kaufe. Vielleicht bis 30.000 wäre, glaube ich, in Ordnung. Das, also damit, die werde ich wahrscheinlich nie herstellen, die Sachen, ne? Aber einmal für die Collection. Das ist halt richtig schön rausgewastet. Muss ich bloß gucken, dass ich mir die gleichen nochmal kaufe. Vielleicht kaufen wir jetzt ein paar raus und dann... Weil das geht halt echt, ne? Diese grünen Rezepte, die sind von PvP. Also, wenn du irgendwelchen PvP-Aktivitäten spielst, BGs gewinnst, gibt's eine Kiste, eine Arena. Wenn du in der Open World, glaube ich, die Airdrops hast, ne? Die können das droppen. Oder wenn du einen Bounty tötest, ich glaube aus all diesen Quellen, können diese PvP-Drop-Rezepte kommen, ne? Und ja. Na, warte mal, habe ich mir das schon gekauft? Ja, das hier brauchen wir noch. Die blauen und epischen sind meistens irgendwelche Raid-Drop. Oder die epischen sind meistens Raid-Drops. Genau, das ist... Ah ne, das ist sogar gar nicht Raid, das ist aus dem Dungeon. Ah, okay. Was habe ich jetzt noch nicht? Das kann ich mir noch kaufen. Und das hier haben wir auch noch. Wobei, das ist, glaube ich, auch Wut im Brand. Das ist ein PvP-Ding, ja. Das ist auch ein PvP-Rezept. Gut, dann schauen wir doch mal. Wenn ihr etwas hat's einige gekauft. Was waren das jetzt an Gold? 162.000. Naja, aber wieder ein paar Rezepte mehr. Bringt alles wieder Punkte für Data, ne? Und ist ein bisschen weniger dann im All the Things. Alles für die Collection, ich sag's euch. Alles für den Dackel, alles für den Club hier. Jetzt lernen wir die gleich mal und dann gucken wir mal rein, ob ich irgendwo eins vergessen habe. Oder ob ich irgendeins verkackt habe. Ach, das sind alles Level 70er Sachen auch, ne? Ja, klar. Das Level immer noch schön rot. Das Schöne ist, man kann eigentlich alles mit Stufe 60 erlernen und craften. Aber hier, das ist so ein Low-Pop-Server. Da werde ich nicht viel umsetzen. Vor allem skill ich aktuell jetzt im Schneiderbereich alle möglichen Sachen, die mir einfach nur neue Rezepte bringen und weniger jetzt irgendwas, dass ich eins ausmaxe, um dementsprechend das möglichst hoch herstellen zu können. Ich habe auch gar kein Interesse davon, jetzt hier im Handelsstand immer rumzustehen mit dem Twink und dann meine Sachen anzubieten. Dann mache ich das lieber auf dem Main und mache da über ein bisschen Gold. So, jetzt gucken wir mal, was noch drin ist. Ah, das hier habe ich irgendwie nicht erwischt. Und die kosten 100 irgendwas K, also das machen wir ganz sicher nicht. Das machen wir ganz sicher nicht. Dann können wir vielleicht bei den anderen Chars auch noch gucken, wenn ein paar günstige Rezepte drin sind. Nehme ich die noch mit. Gut, dann sind wir jetzt hier bei 164.000 und ein paar zerquetschten, aber das runden wir ab. 164.000, das war jetzt, ja, sagen wir mal, es waren hauptsächlich Rezepte, ne?
Schneider. Okay. Dann sind wir jetzt bei 836k. Ich denke mal, das können wir in der Folge fertig machen, wenn ich jetzt mit den anderen noch ein bisschen was kaufe. Da kriegen wir wahrscheinlich die Millionen noch voll. So, dann bin ich auf dem nächsten Char einmal mein Priester. Das ist mein Inschriftenkunde-Char. Und ja, hier sind auch wieder einige Rezepte drin. Jetzt schauen wir mal, das teuerste ist hier mit 30k drin. Die sind halt im Schnitt schon immer ein bisschen teurer als der Durchschnitt, ne, von allen Servern. Aber das ist halt das Problem, was ich schon seit längerem habe. Ich habe die Chars auf meinem ursprünglichen Server. Und also wo ich mit Classic angefangen habe. Das ist hier Lothar und das ist halt ein ziemlicher Low-Pop-Server. Da ist halt nicht viel drauf. Da ist dementsprechend dann auch nicht viel Konkurrenz, was so angeht, sowas angeht, ne? Und da musst du immer tiefer in die Tasche greifen. Und ich, naja gut, Depp kannst du jetzt fast nicht sagen, aber ich habe blöderweise meine ganzen Berufe hochgelevelt, beziehungsweise noch Sachen erweitert, ne? Bevor das mit den Mats kam, dass die quasi Server oder halt EU-weit kommen. Oh, wobei, da wusste ich es halt noch nicht, ne? Muss man zu meiner Verteidigung sagen, also, dass das kommt. Und habe dann die Alchi-Rezepte versucht, die Procs zu kriegen. Da musst du ja tausende von Tränken herstellen mit alten Mats. Und das Ding hier, ich habe mich dumm und dusselig gezahlt hier auf dem Server, weil dann teilweise ein Kraut über 100 Gold gekostet hat. Und wenn du halt im 10.000er-Bereich Kräuter kaufst, dann summiert sich das zusammen, ne? Ich bin dadurch jetzt nicht pleite gegangen, das wollen wir jetzt nicht sagen. Ich habe da schon ein gewisses Polster, aber man hätte sich halt einiges sparen können, ne? Ein paar Monate später kam das und dann waren hier die EU-weiten Preise, dann, keine Ahnung, dann haben die keine 5 Gold mehr gekostet zum Kraut, teilweise 1 für Gold. Also, da, hätte ich es gut günstiger haben können, aber so ist das. Warte mal, jetzt nehmen wir erstmal die raus, die ich mir bis jetzt gekauft habe. Nicht, dass wir hier wieder irgendwas doppelt kaufen. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch 2 Monate warten würde, könnte ich die Rezepte noch günstiger kriegen. Aber ich würde ganz gern das Zeug jetzt mal soweit fertig haben, dass ich ein bisschen besseren Überblick auch habe, wo ich jetzt die Rezepte noch herkriege, die ich quasi nicht aus dem AHA bekomme, ne? Dann ist das einfach eine schönere Übersicht. Und ich will die 1 Million Gold vollkriegen für das Waste-Video, ne? Das ist auch immer so ein Faktor. Das war jetzt schon wieder, na, 40, ja, wohl 40k. Ich muss mal meine ganzen Addons wieder anmachen. Jetzt habe ich Background aktuell nicht drin. Dann sehe ich, dann ist immer quasi hier, ne, die Tasche kann ich jetzt hier nicht verziehen. Was ich auch schade finde, dass Blizzard Standard nicht die Möglichkeit hast, dass du die Taschen hin und her ziehen kannst. Auch andere Fenster kannst du ja nicht verziehen, ne. Jetzt das hier kannst du ja auch nicht verziehen, das geht ja auch nur mit dem Addon. Und ja. Bereits bekannt. Ich habe mir eins doppelt gekauft. Ich habe es euch gesagt, dass es passieren wird. Shit, aber das hat nur 2000 Gold gekostet. Also ist jetzt nicht so wild. Ist nicht so wild. Das schicke ich dann halt mal auf den Hexer. Das versilbern wir dann wieder im AHA. Dann schauen wir mal. Warte mal, das habe ich mir jetzt gekauft. Das habe ich mir gekauft. Dann nehmen wir jetzt noch die beiden mit. Und das eine hier für 250.000. Weiß ich nicht, das... Das kaufe ich mir dann irgendwann demnächst, wenn es wieder günstiger ist. Alles rauslassen muss man natürlich auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir dafür ausgegeben. 138, vorher haben wir abgerundet, jetzt runden wir wieder auf, dann sagen wir 139. 39 für Inschriftenkunde. Okay. Gut, das hier. Ja, komm, das schicke ich jetzt auf den Hexer schon mal rüber. Dann kann ich das demnächst nochmal verkaufen. Die 2k hole ich wieder rein, ich sag's euch. Dann loggen wir wieder weiter. So, dann bin ich auf dem Alchichar. Und hier haben wir jetzt auch wieder ein paar Rezepte. Ich sehe gerade, hier gibt es einen wie heißt das? Elementarkodex der ultimativen Macht, so rum. Kostet halt einfach 3 Millionen, alles klar. Vor allem, das ist auf den anderen Servern halt auch nicht wirklich günstiger, ne? Regionaler Marktwert ist halt sogar, jawohl, ja, 2 Millionen. Ein bisschen günstiger ist es, aber jetzt auch nicht viel. So, was werde ich mir jetzt hier kaufen? Das ganz teure auch nicht. Dann werden wir uns jetzt einfach hier die paar günstigen kaufen. 85 Gold. Halt, stopp, jetzt hätte ich mir fast das Falsche genommen. Das können wir mitnehmen. 250, da sind wir auch dabei. Dann haben wir hier nochmal...
2,5, das nehme ich auch noch mit. Den Kessel, den nehmen wir auch noch mit. Und das hier 5k nehmen wir auch noch mit. Aber 275, ich glaube, da lassen wir eher mal die Finger von. Wenn ihr etwas oh, das ist jetzt ein Gold. Ja, 13,3, dann runden wir wieder ab. Das sind alles ein paar Punkte, ne? Jedes Rezept 10 Score-Punkte im Data. Da geht schon was. So, das war jetzt Alchi. Warte mal, ich gucke nochmal kurz nach. Ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ne, das passt. Also 13k für Alchi eingetragen. 13 Alchi. Naja, war jetzt immer nimmer weg. 12k, dann haben wir die Million geknackt. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt habe ich meinen Shami noch mit Juve und meinen Worry mit Inji. So, dala, wir haben den nächsten Charmstart. Einmal meinen Shami mit Juwelen schleifen und da sind auch wieder ein paar teure Rezepte drin. Ach, das ist diese Elementschleife, ne? Die habe ich mir selber craften lassen. Und das war schon teuer, sich das von dem Juwel bauen zu lassen auf Blackmore. Aber hier seht ihr, das Rezept kostet auch einiges, ne? 1,2 Millionen kostet das hier. Und der Marktwert auf den anderen Servern sind teilweise sogar noch höher. Gut, die sind jetzt alle ein bisschen teuer, aber ich meine, das waren die Drops von diesen Bossen, ne? Von den Urstürmen ist das zumindest gekommen. Das gedroppt im Gewölbe und das ist aus einer Schatztruhe, okay. Also die 100 irgendwas K, die lassen wir die Finger von. Die drei günstigen, würde ich sagen, kaufen wir uns mal. Dann haben wir auch die Millionen schon mal voll. 1, 2 und Nummer 3. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Da hat's ausgegeben. Doch ein bisschen was, ne? Runden wir wieder auf, sagen wir 48k. 48 für Juve. Und dann würde ich sagen, schaue ich noch auf meinen Inji-Char. Dann müssten wir die ganzen Berufe soweit durchhaben. Ich habe nebenbei auch hier noch auf Equin gescannt. Nur Stufe 60 in Anführungszeichen, ne, weil ich habe hier noch keine Chars gelevelt. Aber da geht es hier mit 19.000 los für ein Item, das ich sonst für 9k auf anderen Servern kriege. Und dann sind wir hier bei 100 aufwärts. Also da ist nichts, da ist nichts dabei, was sich tatsächlich rentiert. So, ich bin auf meinen Worry umgelockt. Jetzt habe ich hier zufällig gesehen, dass hier doch noch lauter Items sind, die ich kaufen kann, komischerweise. Und ich habe eigentlich vorher auf meinem Hexer auf Lotte hier gescannt gehabt, ne? Und die hat er irgendwie nicht angezeigt, aber dann kaufen wir uns jetzt halt die noch so zusammen, keine Ahnung. Dann haben wir noch ein paar günstige T-Mox mehr. Schaden tut es ja nichts. Und nur eins drin, ne? Das sind alles so World Drops, oder? Oder ob das irgendwas anderes ist? Kaufen wir uns jetzt mal und danach schauen wir wegen den Inji-Sachen. Also 100 Gold, da kannst du nichts sagen. Das für 100 Gold baust du es halt auch nicht selber billiger. Das sind, glaube ich, jetzt hier Craft-Items. Jetzt gekauft. Ach, ich glaube, ich habe mir die Plattenarmschienen gerade zweimal gekauft versehentlich. Aber wie gesagt, für 100 Gold. Und da wurden die gerade eingestellt? Das ist von jedem genau eins drin. Hey, das sind doch schon wieder die Plattenarmschienen. Mir die vorher nicht. Warte, Moment. Moment. Nicht, dass ich mir jetzt 10-mal dasselbe Item gekauft habe. Jetzt lernen wir die erstmal. Ich glaube, ich habe mir jetzt ein paar Mal mehr die Dinger gekauft, aber da geht es jetzt ehrlich gesagt nicht um so viel Gold. Ja, die habe ich schon. Shit. Ja, gut. Schuhe habe ich jetzt irgendwie auch schon. Gürtel haben wir hier noch. Das haben wir auch schon. Aber gut, ich hau die jetzt nicht wieder ins Sahar für die. Die verkaufe ich jetzt einfach im Händler-Scheiß drauf. So, okay, jetzt schauen wir mal nochmal rein. Eigentlich wollte ich ja die Inji-Rezepte kaufen. Schuhe sind es jetzt hier noch. Und das Knappenhemd für 8 Millionen. Ich glaube, da passe ich lieber bei dem Knappenhemd. Was meint er? 8 Millionen ist schon tough. Ist schon tough. Ja, jetzt ist nur noch das Knappenhemd drin. Gut, was haben wir dafür jetzt ausgegeben? 600 Gold.
Ja, gut. So, dann Berufsausrüstung. Ach ne, nicht Berufsausrüstung, Rezepte wollte ich. Und dann muss ich jetzt bei Inji rein. Muss mal gucken, weil das Problem ist, hier sind auch noch vom Goblin Inji Sachen drin. Das habe ich mit einem anderen Inji-Char gelernt, ne? Mal gucken, ob die alle aus Dragonflight sind. Teilweise ein paar alte Rezepte da nicht dabei habe. Okay. Aber da können wir uns, denke ich, mal einiges kaufen. Also das erste hier, das nehmen wir schon mal mit. Bisschen über die Millionen kommen, das können wir mitnehmen. Ich will bloß echt gucken, dass ich nicht wieder Sachen versehentlich zweimal kaufe. Da ist eins für... Lol. Das ist für 5.000 drin, das nächste ist für 80.000. 1 Million, 2 Millionen, was sind das für Sprünge, bitteschön, bei dem Rezept? Holy shit. Ist das wirklich so teuer und habe ich da jetzt gerade einen Ulti-Schnapper gemacht oder haben die anderen es einfach übertriebenst teuer eingestellt? Also ich denke mal, bis 30k kaufen wir die ganzen Rezepte wieder zusammen. Da brauche ich mir gar keinen Kopf drüber machen, wo ich die herkriege, scheiß drauf. Vielleicht könnte man das ein oder andere selber günstig kaufen, aber... oder selber günstig irgendwo besorgen. Spart man sich das dann. Ich habe mir ja schon ein bisschen was eingespart bei den Toys am Anfang, ne? Und bei den Pets, die ich mir craften lassen habe. Das war jetzt auch nicht so viel Aufwand. Gut, die Mats musst du natürlich zusammen kaufen, ne? Aber sonst... So, das 80.000er Teil. Steht jetzt aber gar kein Dingspreis drin, ne? Mist. Mist, dass ich mir jetzt gerade gekauft habe. Ich habe mir die Sachen aus der Scherbenwelt gekauft, die ich schon mit meinem anderen Char habe. Ah, Dreck. Ich wollte doch extra gucken, ne? Na, scheiß drauf. Mittlerweile kann man die Rezepte... aus Sunville kannst du jetzt mit allen Chars lernen. Ne? Eine Weile war es so, dass du nur mit der Rüstung, mit der richtigen Rüstungsklasse die Rezepte lernen konntest. Ich habe die dann extra mit anderen Chars, habe ich mir extra Inji geholt und mit anderen Chars das gelernt. Deswegen hat mein Priester auch Inji als zweites, der Shami hat Inji als zweites für jede Rüstungsklasse. Und jetzt habe ich mir die versehentlich nochmal gekauft. Die sagen wir so. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil ich jetzt dementsprechend jetzt mit dem Worry die ganzen Rezepte hab, aber das war jetzt echt ein bisschen gewastet. Flex, danke dir fürs Subscriben, ne, übrigens. So, okay, jetzt gucken wir mal, was ich jetzt verpeilt hab zu holen. Das waren 177k. Also ich glaube, 4 oder 5 von den 30k-Rezepten hätte ich mir jetzt schenken können. Die waren aus Sunville. Aber gut, so ist das jetzt, scheiß drauf. Habe ich die auf dem Char, wo ich alle Rezepte sammle für Inji, habe ich die jetzt auch. Bringt es mir. So, das lernen wir noch. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, nur noch das Teure, oder? Schaut's aus. Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens ja, und das Überbrückungskabel, aber das kann ich mit dem ja eh nicht lernen, ne? Das hat ein anderer Char schon. Gut. Dann tragen wir das mal noch ein. Das waren jetzt 185 und ein paar zerhackte. 185 und das war... Inji. Gut, ich glaube, so, da lassen wir es jetzt erstmal gut sein mit. Jetzt nochmal irgendwo großartig rumloggen. Mache ich jetzt nicht. Achso, ich wollte hier nochmal gucken. Ich habe hier noch einen Char. Ah, der hat kein Gold mehr. Ich habe noch ein paar Testchars rumliegen und wollte gucken, ob da noch Gold drauf ist. Aber hier ist eh kein Gold drauf. Dann kann ich den Char wahrscheinlich auch löschen. Weil ich hatte ja vor Dragonflights noch ein bisschen Testchars geholt. Ne, der hat auch nichts im Postkasten. Keine Ahnung, warum ich den nicht gelöscht habe, den Char. Strange. Okay, ich habe eh nur Abklingzeit. Nee, aber für das Gold-Waste-Video soll es reichen. Jetzt haben wir uns die ganzen Pets, Toys zusammen gekauft. Ich habe die Rezepte soweit von den ganzen Berufen. Und ich denke mal, das ist fein. Ein bisschen Thema kann man noch mitgenommen. Das war jetzt einiges an Gold, was wir investiert haben. Und ich denke mal, das war es auf jeden Fall wert. Gut, damit verabschiede ich jetzt mich an der Stelle. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.